Verschränke deine Arme. Knie leicht beugen. Und jetzt Becken kippen nach vorne. Und lass deinen Oberkörper jetzt einfach hängen. Lass die Ellbogen ganz locker und schwer werden. Nacken locker. Diese Übung ist viel zu einfach, um wahr zu sein. Aber die Übung funktioniert. Du bleibst hier einfach 5 Minuten stehen und du wirst merken, die Schmerzen verschwinden, du kannst dich wieder bewegen. Ich erzähle dir währenddessen, was gerade in deinem Körper passiert. So, bei einem Hexenschuss passiert Folgendes. Durch Bewegungsmangel, durch zu viel Sitzen, ziehen sich die Muskeln am Gesäß zusammen, und zwar genau gesagt piriformis. Das ist ein Muskel vom ISG, Iliosakralgelenk, aus dem Gesäß entlang und ist an deinem Oberschenkelknochen befestigt. Dieser Muskel zieht sich zusammen und dein Ischiasnerv geht genau durch diesen Muskeln durch und dieser Nerv hat keinen Platz mehr und dein Nerv wird eingeklemmt. Und dadurch hast du Schmerzen, entweder was nach unten oder nach oben ausstrahlt. Und was dein Körper macht, wenn dein Nerv eingeklemmt wird, der möchte sich beschützen und zieht sich komplett zusammen und dein ganzer Körperrückseite wird einfach verspannt. Dabei ist es nur ein Schutzmechanismus. Was wir in dieser Übung einfach machen ist, wir zwingen die Körperrückseite zu entspannen, indem wir einfach die Muskeln ermüden. Und irgendwann gewinnt die Gravitation. Du musst einfach dort drin bleiben. Es kann sein, dass du denkst, du kannst dich gar nicht vorbeugen. Dann hilf dir dabei, geh irgendwo hin, wo du dich festhalten kannst, wo du dich abstützen kannst. Und hilf dir dabei, langsam, Schritt für Schritt, nach unten in die Position zu begeben. Und keine Angst, du wirst auf dem Weg dorthin, wirst du vielleicht denken, oh, das ist mir zu anstrengend, zu heftig. Vertrau mir, die Übung wird dir helfen. Das ist nur ein kurzer Moment vom Leiden. Und wenn du hier drin bleibst, du wirst danach mir danken und mich lieben. Bleib da drin. Bleib einfach da, tief durchatmen. Es könnte helfen, wenn du die Augen schließt, wenn du deinen Atem Richtung Beckenkammknochen dort hinein atmest, Atem längst. Natürlich geht dein Atem nur in deine Lunge rein und raus, aber trotzdem, du kannst gedanklich deinen Atem hier hinlenken. Dadurch wirst du merken, dass dein Bauch wieder in Bewegung reinkommt, dein Atem tiefer wird. Dein Zwerchfell wird aktiviert, du kannst tiefer durchatmen. Dein Körpergewicht mehr